ich bin verkühlt oder irgendwas in der Richtung. Zumindest habe ich Husten. Jedenfalls habe ich eine Frage für euch. Wer mag die Farbe schwarz, begeistert sich für Kunst und Musik, liebt es zu tanzen und spricht fließend Französisch? Genau, ich! Wenn ich Französisch könnte. Und Sebastian aus Black Butler. I'm simply one hell of a butler. Vor kurzem bekam ich diese Kommentare. Hier kommen 7 Fakten zu Boku no Pie. Black Butler! Fakt 1. Der Teufelshund Bluto existiert ausschließlich im Anime, nicht im Manga. Fakt 2. Man hat Sebastian bis heute noch nie klar in seiner richtigen Dämonengestalt gesehen. Den Ausschnitten zufolge bekommt er dann spitze Zähne, rote Augen, die er sowieso schon hat, scharfe Krallen, Stiefel und ganz viele schwarze Federn. Was ziemlich passend ist, weil manchmal wird Sebastian auch als Krähe dargestellt. Das sind Sebastians Schuhe. Fakt 3. In Band 10 gibt es eine geniale Krimi-Story, wo uns aber erst in Band 11 aufgeklärt wird, was in dieser Story tatsächlich passiert ist. Das war übrigens mein Lieblingsband. Jedenfalls gibt es in der deutschen Übersetzung einen richtig harten Fehler. Sebastian lag tot auf dem Boden und Ciel sagte zu ihm, Sebastian, steh auf. Dem Vertrag nach muss der Butler dem Herrn immer gehorchen. Sebastian ist nicht aufgestanden. Im nächsten Band kommt dann die Auflösung. Da erfährt man dann wieso. Allerdings wurden andere Wörter verwendet. Nämlich, Sebastian, wach auf. Und wach ist er ja. Aber nichtsdestotrotz ist das ein schwerer Übersetzungsfehler. Sebastian ist nämlich wach gewesen, aber nicht aufgestanden. Offensichtlich wussten die Übersetzer nicht, was darauf folgen würde. Kein Wunder, weil Band 11 war ja noch nicht da. Fakt 4. Lizzie ist größer als Ciel. Deshalb zieht sie sich auch extra flache Schuhe an. Außerdem steckt weitaus mehr hinter Lizzie. Das werdet ihr euch selber ansehen. Denn das seht ihr dann im Winter 2017, wenn der neue Black Butler Film heraus ist. Und er liest den Manga. Fakt 5. Warum muss er sie umbringen? Was treibt ihn dazu? Allein der Anblick gereicht zur Sünde. Sebastians Schwäche sind Katzen. Abgesehen davon... Mietz. Oh, Mietz. Lass den Unsinn und hör mir zu! Verzeiht, junger Herr, aber sie ist ein Wesen von seltener Schönheit. Aber er verabscheut Hunde und unhöfliche Gäste. Übrigens hat Ciel Sebastian nach seinem früheren Hund benannt. Sebastian hasst Hunde. Das hat Ciel absichtlich gemacht. Fakt 6. Wer Sebastian live sehen möchte, es gibt von Black Butler ein Musical und eine Realverfilmung. Wenn man sich jetzt nicht darauf einstellt, dass es dieselbe Handlung wie der Manga und der Anime hat, dann ist es gar nicht so schlecht gemacht eigentlich. Also es geht. Fakt 7. Und das Beste kommt natürlich zum Schluss. Der Mangaka von Black Butler ist Yana Toboso. Diese Frau ist auch unter dem Namen Rock Yanao bekannt. Und jetzt kommt's! Diese Autorin zeichnet Yaois. Ja, Black Butler wäre ursprünglich ein Yaoi. Gut, jetzt haben wir das auch geklärt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir ein Like, wenn ihr mehr sehen wollt. Vielleicht erstelle ich einen zweiten Teil. Mal sehen. Seht euch einfach mal dieses Video an. Einfach so. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dann. Bye.